Hallo und herzlich willkommen zu einer ersten Folge Minecraft mit Mirion. Sag doch hallo. Hallo. Bist du schüchtern? Ja. Viele haben sich's gewünscht, Minecraft. Jetzt spielen wir es und ich habe wirklich wenig Ahnung davon. Also ich hoffe, Miri kann mir sehr viel helfen und ihr in den Kommentaren hoffentlich auch. Wir spielen die Fossils and Archaeologic Mod. So heißt sie, glaube ich, ne? Archäologie. Ja, irgendwie sowas. Und ja, Fossile und Archäologie. Genau, so, richtig. Also wir wollen im Endeffekt so einen kleinen Jurassic Park bauen. Und ja, wir schauen mal, wie das Ganze funktioniert. Also wir kennen uns mit der Mod noch nicht aus. Das werden wir alles gemeinsam erkunden. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir erstmal an und bauen hier mal so ein bisschen was ab. Und holen uns die Grundressourcen, oder? Ja, wir müssen dazu erwähnen, das ist Survival Mode, ne? Also keine Creative Mode. Das heißt, wir müssen uns wirklich alles schön selber hart erarbeiten. Das sind Ressourcen. Und auch die Fossilien müssen wir. Genau, wie funktioniert das überhaupt? Finden. Also wir müssen Fossilien abbauen, die DNA daraus gewinnen und dann können wir Dinosaurier bauen, richtig? Ja, soweit war ich dann auch schon, ja. Das war auch das Einzige, was ich herausgefunden hatte bisher. Okay, den Rest müssen wir mal gucken. Ich würde sagen, ich fange mal hier an, den Baum zu slaudern. Wo wollen wir denn überhaupt eine Base bauen? So unsere erste Base. Guck mal hier. Hab ich gerade gesehen. Oh, warte. Ich komme gerade sofort. Wenn du hier langläufst. Ja. Hier. Sieht doch schön aus, oder? Und Wasser. Ja, das Problem ist, also wir könnten natürlich uns hier ein kleines Haus so für uns bauen, aber wir müssen natürlich eine große Fläche haben, wenn wir wirklich so einen Jurassic Park bauen wollen mit Dinos, ne? Die brauchen ja auch ein bisschen. Aber erstmal brauchen wir selber Schutz, du. Ja, das stimmt, für die Nacht. Also wir sollten uns nicht zu sehr Zeit lassen. Aber dann macht es doch am meisten Sinn, eigentlich einfach irgendwo einen Berg reinzubauen, oder nicht? Ich gehe nochmal zurück, weil ich mag keine schwebenden Bäume. Die baue ich jetzt ab. So, jetzt fangen wir mal wieder an. Ja, E ist zum Inventar öffnen. Und wie kann man dann nochmal. Genau, man kann so machen. Oh, ich bin Profi. Oh, ich muss mein Hut gleich nochmal größer stellen. Das ist echt super klein. Baust du jetzt hier ein Haus? Ich vor, ja. Ich baue jetzt. Doch nicht da drauf. Mama. Shit happens. So, wie war denn das jetzt hier nochmal mit? Ich wollte uns hier so eine. Das wäre ein Ast ins Inventar gemacht. Beweg dich mal ein Stückchen. Kann ich gerade nicht, ich baue. Ich muss mal eben die. Oh nein, ich habe nicht genug Holz, ich bin. Egal, mach mal erstmal deinen Kram. Den Bienenstock? Oh ja. Manche Sachen sind, glaube ich, vom Texture Pack nicht so übernommen. Ich weiß gar nicht, wie heißt denn mein Texture Pack nochmal? Irgendwas mit Red, ne? Hm. Hol mal ein bisschen Stein ab für bessere Werkzeuge. Also die Grundkenntnisse von Minecraft habe ich, aber viel mehr auch dann nicht. Da ist Miri ein bisschen besser dabei. Die hat das früher öfter gespielt. Naja. So, ich habe ordentlich Stein jetzt gefarmt. Ich komme jetzt zurück. Hier ist übrigens unser Höhleneingang, ne? Hier vorne beim Dingens. Was ist denn das da noch am Baum? Ich finde das ja cool, dass wir so eine Mod haben, dass man sieht, was ist. Eine Esskastanie und ein Bienenstock. Habe ich noch nie gesehen bei Minecraft. Es gibt echt viele neue Items, oder? Gefühlt. Ein wundervolles Haus, was du da gebaut hast. Mein Apfel. Nämlich. Hast du das, die Werkbank? Kannst du die einmal aufstellen, damit ich uns Werkzeug. Die ist da drin. Ach, die ist schon da drin. Ah, wunderbar. Wir brauchen noch Fackeln unbedingt, ne? Soll ich dir auch Werkzeuge machen? Mal. Ja. Oh. Droppt man das denn? Also. Das schon mal. Ach, ich kann ja gleich zwei machen. Bin aber auch doof, ey. Brauche eine Schaufel. Ja. Kriegst du. Eine Axt ist auch nicht schwer, auch nicht schlecht, ne? Wie war denn das? Ach ja, ist sogar richtig. Guck mal, die Rezepte, die kann ich sogar alle noch aus dem Kopf. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Okay. So, Axt. Braucht man noch irgendwas? Schwert wäre nicht schlecht, ne? Okay. Schwert liegt auch hier oben. Heb das mal lieber auf, bevor das despawnt. So. Ich glaube, ich habe jetzt alle Werkzeuge soweit. Den Holzkram, den werfe ich gleich weg. Den will ich nicht mehr haben. Ach, guck mal, ich habe direkt Steinkohle gefunden.
können wir uns direkt gleich mal, kannst du ja mal abbauen hier. Kohle da unten? Ja. Dann können wir uns gleich links, Gott, dass du hier noch was erkennst, ist voll dunkel bei mir. Ah, man sieht's ganz leicht. Aber Fackeln... Das müsste oben stehen. Fackeln werden auch helfen. Ja, steht auch Steinkohle. Bauen wir eben erstmal eine Fackel. Dann sehen wir hier auch was. Weil auf YouTube ist ja alles noch dunkler, ne? Das muss man halt immer bedenken. Hast du noch Holz? Ja, ich glaube schon. Also, nur noch normales Holz, ne? Also, verarbeitet schon. Ja, ist auch gut. Geh doch eben raus und hol dir einen Baum ab. Wir sind jetzt schon... Ich bin extra runtergekommen. Achso, du bist schon hier bei mir. Ja, jetzt nicht mehr. Sehr gut. Oh, ich habe Eisen gefunden, oder was ist das? Das ist Eisen? Ist das Gold? Kannst bei dem Texture Pack gar nicht erkennen. Ach, Eisenerz, stimmt. Null. Ich vergesse das immer, dass das da oben steht. Okay, es ist Eisen. Mal rausschauen. Ah! Oh, wie schön der Mond ist. Ich hab's gerade Angst gehabt, ey. Also so ein Shader ist schon nice, wenn du siehst, wie schön der Mond da gerade scheint. Das ist schon sehr, sehr schön. Du bist im Weg. hier drumherum aus, ne? Ja, ich weiß nicht, wie das ist mit Zombies und so. Wann spawnen die denn? Müssen die nicht jetzt schon spawnen? Denke ja. Schon, ne? Vielleicht sind sie noch nicht gerade in unserer Nähe. Das kann sein. Ich gehe mal ein bisschen unten in der Mine Ressourcen sammeln. Und ich gehe Essen holen. Mhm. Oh mein Gott, ich bin gleich tot. Oh nein, wirklich? Brauchst du Hilfe? Ich habe den Schwert gemacht, ne? Benutzt das. Ja, aber das sind zwei Bogenschützen. Ja, ich komme. Ah, du bist schon drin. Ich bin jetzt wieder im Haus. Oh. Wie du die Pfeile im Kopf stecken hast. Ey, du bist bei mir aber auch einfach nur ein weißer Klotz, ne? Dein Skin. Nein, ich habe blonde Haare. Ja, ich weiß, aber so richtig hellblond, wie so ein Engel mit zwei Pfeilen im Kopf. Wow. So, wie geht denn nochmal so eine Treppe? War das nicht so? Nee. Könnte ich dir sagen, du kannst auch suchen. Ach ja, kann man ja auch. So, da es jetzt wieder Tag ist, gehen wir jetzt raus und erkunden ein bisschen. Und schauen mal, ob wir schon einen geeigneten Ort finden für unseren Park, würde ich sagen, ne? Die Sonne ist schön weit oben. Weißt du zufällig, wie lang denn der Tag- und Nachtwechsel ist? Nee. Lass mal noch ein paar Sachen hier. Die ich nicht brauche gerade. So. Hast du auch noch Food für mich? Oder ich habe jetzt Sapore, Zucchini, hier ist Haselnuss, Pflaume und Steak. Ja, noch bin ich nicht hungrig. Minze, Frühlingszwiebel, Tomaten, Brombeeren, Champignons. Ich will Steak. Steak ist meins. Ich habe einen Apfel und einen Steak. Ich lebe gesund. Knoblauch. Alter, wie viele Sachen gibt es denn mittlerweile bei Minecraft? Das ist ja richtig krass. Nee, das ist Mod. Ach so. Wollen wir mal, in welche Richtung wollen wir denn gehen? Wir haben gar nicht mehr so lange Zeit. Die Sonne geht schon wieder langsam Richtung. In welche Richtung bist du jetzt? Ach da. Ja, ich würde fast sagen, wir gehen in die Richtung vielleicht. Hinter unserem Haus. Komm, wir schauen mal. Nehmen mal lieber das Schwert raus. Wir sollten uns vielleicht auch eine Rüstung bauen für sowas, ne? Ja, wir brauchen erstmal Eisen dafür, ne? Ein bisschen Eisen habe ich ja schon. Oh, was ist das denn hier? Das reicht aber nicht. Kann man das abernten? Ja, Kirschen, ja. Oh, geil. Und da hinten, hier sind zum Beispiel Pflaumen, die habe ich gerade gesammelt. Aber da sieht man schon, die sind halt von meinem Texture Pack nicht unterstützt. Sind halt pixelig, aber ist ja nicht schlimm. Was ist das? Pflaume. Und die noch eine grüne. Grüne ist nicht hier reif. Ist noch, ja. Ah, interessant. Dann hat man ja gar keine Essensprobleme mehr hier mit dieser Mod. Dann kann man ja sogar die Tiere leben lassen und vegetarisch werden oder vegan. Ja, aber eine Frucht zum Beispiel gibt dir nur halbes Essensding. So. Hallo Hühnchen. Hier ist Muskatnuss. Was, sogar Gewürze gibt es hier. Haselnuss. Da gibt es 1000 Sachen. Das ist echt voll viel. So, also hier ist ja sehr bergig und hügelig alles, ne? Ja, wir brauchen halt schon ein bisschen Fläche so, ne? Du könntest ja mal auf der Map gucken, ne? Ach ja, das kann man ja auch. Eieiei. Also man sieht ja, hier um uns herum ist eigentlich nur Wald. Wenn du aber weiter in den Süden gehst, das sieht doch so aus, als ob da kein Wald mehr ist, oder? Wollen wir mal versuchen, da eben drunter zu gehen? Kann man den markieren irgendwie? Nee. Wir müssen uns aber nach links drehen und nach um 90 Grad so oder so. Ja, ich glaube schon. Genau, in die Richtung, das ist gut.
Birne ist hier. Ja, lassen wir mal wachsen. Pfingstrosen. Ich glaube, so eine Steppe ist sowieso sehr, sehr gut. Oh, hier hört der Wald schon auf. Aber das reicht hier noch nicht. Das ist noch zu hügelig. Ich glaube, da hinten war es echt besser. Nee, ein bisschen muss man schon abbauen, ne? Ach nee, also... hier sind wir sogar schon bei der Steppe. Das ging ja mega schnell jetzt. Okay. Oh, was ist das? Ich meine, wenn man hier begradigt... Weiße Wolle! Was ist das denn für eine Hütte? Oh mein Gott, das ist ein... Das ist so eine... Weiß ich nicht. Da! Ja, Workbench. Ja, das ist von unseren Fossils-Dings. Oh lol. Ist das so ein Unterschlupf von irgendwelchen Forschern oder was? Ich weiß es nicht. Archaeology Workbench. Das heißt, ja. Hier können wir schon die Fossilien erforschen, oder was? Fossilien erforschen. Ja, tatsächlich. Übel gut. Die bauen wir direkt mal ab. Ja, bau die mal ab. Mach's lieber Wolle mit dem Eisen. Wir auch. Stimmt, die Wolle. Doch, das ist eine Eisenspitzhacke. Ja. Die Wolle brauchen wir wahrscheinlich für Betten, ne? Ja. Wie baut man denn Wolle am besten ab? Keine Ahnung, wie man Wolle am besten abbaut. Ich mach's gerade mit der Schaufel, aber das klappt nicht so. Ich mach's mit dem Apfel. Dass ich meine Werkzeuge wenigstens heile. Das macht irgendwie alles keinen Unterschied. Hier die Fläche, ne? Ja. Die ist zwar uneben, aber du müsstest natürlich sowieso alles eben machen. Oder zumindest... Weißt du, was ja, ich cool mein, finden würde? Kann ja auch Hügel haben. Wenn wir dann so einen Park haben und dann da oben auf dem Felsen, das da siehst du den? Einen Aussichtspunkt machen oder so. Das wird ja mal interessanter hier. Nice. Was ist das denn? I don't know. Es macht komische Geräusche. Öl? Ist das Öl? Ein Gras? Hörst du das? Oh Gott, was nee, ist das denn? Ist... Das blubbert. Ja, meine ich ja. Ich kann das auch nicht abbauen. Guck mal hier. Hier steht ja Pozzol und Myzel. Was ist das? Können wir mal abbauen. Ich habe jetzt nicht das Richtige rausbekommen. Oder? Ich habe nur Erde rausbekommen. Guck mal, das fließt. Das ist irgendwas. Kann man da drauf? Ich will da nicht rein. Ich habe Angst. Komm. Für die Wissenschaft. Oh Gott, das treibt Sand. Ich komme nicht mehr hoch. Ich muss dir helfen. Ja, ich bin tot. Nein. Oh nein, ich gehe auch unter. Scheiße, Mama. Komm hier rüber. Komm hier rüber. Ja, ich sterbe. Oh mein Gott. Es ist Treibsand. Ich hab die scheiß Bergbank dabei, ne? Ich hab's geschafft. Oh nein. Es ja. Tut mir so leid. Es war für die Wissenschaft, Miri. Oh nein. Ja, die Wolle und Bergbank können wir uns jetzt in die Haare schmieren. Danke. Es tut mir leid. Aber es tut mir so leid. Du hättest das... Ich wäre da ja auch reingegangen, aber ich hätte dir dann erstmal die Sachen geben sollen. Wir werden das schon wiederfinden. Für die Wissenschaft war es, Miri. Du bist für einen guten Zweck gestorben. Ich habe ein Kreuz für dich errichtet. Ah, der Mond geht auf. Ich komme mal wieder Richtung... Oh Gott, hier sind Skelette. Eieiei, ich sollte mich beeilen. Zum Heimat. Okay, das habe ich aber auch so noch nie gesehen, so ein Treibsand-Dingens. Ich auch nicht, ich dachte, das wäre Öl. Oh, Zombie. Oh, Spinnweben. So, dann, ich habe es geschafft. Ich habe überlebt. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich kann ja einfach eingeben, wie man ein Bett baut, ne? Bett. Weißes. Die Farbe ist egal wahrscheinlich, ne? Ja, du hast keinen Farbstoff. Ach so, müsste man dann gefärbte Wolle nehmen dafür, oder was? Ja. Okay. So, ich habe ein Bett gebaut. Ich baue wahrscheinlich zwei, ne? Für uns beide. Wo soll ich die hinmachen? Moment. Wir brauchen mehr Platz, oder? Oder das Ding weg, das stimmt. Machen wir die mal dahin. Ah, die Wohnung muss, oder die Butze hier muss jetzt ja nicht schön aussehen. So, ich leg mich mal rein. Und ich glaube, dann spawne ich hier, oder?
Ach, es wird jetzt sogar Tag, wenn wir aufstehen. Ja. Cool, dann können wir ja gleich wieder erkunden gehen, oder? Du bist halt echt hell wie ein Engel. Fürs Essen. Oh, die arme Kuh. Ganz traurig geguckt. Oh, mach mir jetzt nicht so ein schlechtes Gewissen. Das war bestimmt eine ganz liebe Kuh gewesen in ihrem Leben. Schnauze. Das Essen hält auch überhaupt nicht lange, wenn ich diese Pflaumen und so esse, habe ich das Gefühl. Oder lag das daran, dass ich gerade regeneriert habe? Was ist das überhaupt da für ein Kreuz? Siehst du das? Ja, das ist ein Grab. Ach, das warst du? Grabstein. Ja, hier ist nämlich noch so ein Haus. So ein Wollhaus, oder was? Ja. Oh, hier sind auch... Oh. Okay, um Wolle hätten wir uns keine Sorgen machen brauchen. Das ist aber schon mal gut, dann müssen wir keine Schafe schlachten. Oder sind da so viele Schafe? Hier, ja. Ehrlich? Ja. Oh mein Gott. 1, 2, 3, 4. Der richtige Schaffabrik. Das Chicken, das nehme ich mit. Das tut mir zwar leid. Aber es gehört halt dazu. Hier ist jetzt auch wieder so ein Sifter drin. Bei dem Sifter weiß ich tatsächlich nicht, was der macht. Was ist das denn da? Oh mein Gott. Hier ist eine fliegende Insel. Schau mal. Oh. Was ist das denn? Ach, da hinten. Hab ich ja noch nie gesehen. Sicher, dass das keine Wolke ist? Das? Das ist eine fliegende Insel. Ganz klar. Ich seh das nicht. Ich habe meine Reichweite nicht so hoch. Ja, okay. Da oben ist eine fliegende Insel auf jeden Fall. Wolle bauen wir jetzt hier nicht ab wieder, oder? So, hier. Hier ist Fossil. Was ist mit dem Dings da drin in der Butze? Ah, ich verstehe. Das ist hier so eine Ausgrabungsstätte wahrscheinlich, ne? Anscheinend. Wo die gebuddelt haben, die Archäologen. Und hier ist so ein Skull. Kann ich das abbauen hier, das Fossil? Ich erkenne das ganz gut bei mir, weil das ziemlich pixelig ist, weil das nicht vom Texture Pack gemacht wird. Das ist ziemlich praktisch. So, jetzt habe ich ein Fossil. Aber irgendwie kocht das hier, hörst du das? In Relic Scrap habe ich. Also hier ist, glaube ich, Lava drunter, ne? Wir müssen ein bisschen aufpassen. Ich höre das nicht. Ehrlich nicht? Nee. Ja, ich schon. Okay, ich habe jetzt zwei Fossilien abgebaut. Und wir ansonsten die Stelle hier erstmal in Ruhe lassen? Ich glaube, mehr ist hier nicht, oder? Vielleicht können wir sogar schon mal... Hier ist noch ein Fossil. Ehrlich? Wo? Ja, ach, da hinter mir. Oh, da ist ein Knochen rausgekommen. Das ist nur ein normaler Knochen, wie lame. Und was kann ich jetzt damit machen? Kann ich jetzt hier an diesen Tisch rein theoretisch da was damit machen? Nee, nicht in dem. In der Werkbank, die wir vorhin hatten. Oh. Und jetzt nicht mehr haben. Das ist natürlich ärgerlich. Und wie baut man diese Werkbank? Mein Gott, was hat er denn für Glubschaugen? Nee. Das kannst du nachgucken, oder? Wie sieht er denn aus? Dafür brauchen wir eine normale Werkbank und Papier. Und für Papier brauchen wir Zuckerrohr. Ja, dann lass mal im Wasser gucken. Das wächst doch immer am Wasser. Bist du schon zu Hause? Nein. Oh, hier ist eine Spinne. Geh weg. Boah, die leuchtende Augen. Lass mich in Ruhe. Ja. Aua. Öffne mal die Karte. Ja, ist gerade schlecht. Aua. Geh weg. Okay. Die Karte? Ja, du siehst sogar, dass es ausgeleuchtet ist. Oh, das ist ja echt praktisch. Okay, das Hühnchen nehme ich noch mit. Und dann ganz fix. Young Home. Ich nehme jetzt auch noch die Tiere hier mit, ne? Weil wir brauchen das Fleisch. Das nützt nix. Bleib hier. Die Kuh. Tut mir leid, Hühnchen. Ich wäre schon echt Mitleid mit den Tieren, so, ne? Skelett, Skelett, Skelett. Oh nein, ich will nicht sterben. Creep! Aua, ich bin fast tot. Miri, Hilfe. Ich mache mich renne. Oh mein Gott, wo ist das Haus? Da. Ah. Schnell rein da. Komm. Wir verziehen uns nach drin. Du lebst ja immer noch. Ich lebe, ich hab's geschafft. Ich hab noch 2,5 Herzen. So. Eieiei. Ich brauche noch einige Sachen zum Braten, so. Jetzt muss ich mal eben gucken, wie heißt denn dieser Tisch da nochmal? Irgendwas mit Fossils, ne? Kann ich den auch jetzt in unserem Menü danach gucken? Ja, wenn du Workbench eingibst. Workbench. Oder sehe ich sie ja? Welche brauche ich denn da? Die linke oder die rechte? So, ist, glaube ich, beides die gleiche. Sieht nur anders aus, oder was?
Eine normale Werkbank und Papier brauchen wir. Papier stellt man aus Zuckerrohr her, das hast du ja gerade gefarmt, ne? Ja. Das heißt, du könntest mir das rein theoretisch geben und dann könnte ich die Kram herstellen. Achso, Papier hättest du mir auch direkt geben können. Haben wir hier noch eine Workbench? Nee. War Holz. Nee, die musst du herstellen. Dann mache ich das mal eben. Doch, Workbench. Boah, das Fleisch gibt ja auch nur ein. Was war denn das für Fleisch? Dein Fleisch. So, und dann mache ich mal eben so. Fehlende Items. Ich habe doch eine Werkbank gerade gemacht. Ach, ich habe eine Truhe gefunden. Oh mein Gott. Ja, die können wir auch gebrauchen. Kannst okay. Du neben die Werkbank stellen. Glaube ich dir mal eben. So, ich habe eine Truhe gemacht. Wie macht man jetzt Papier? So war das, ne? Ja. Papier her. Jetzt müsste ich eigentlich schon die Workbench machen können. Ja, jetzt kann ich die machen. Ja gut, dann war es ja gar nicht so schlimm, dass wir die verloren hatten jetzt gerade, oder? Ja, alles entspannt. So, da steht die Workbench. Und jetzt, was kann ich da jetzt reinmachen? Rein theoretisch. Die Fossils wahrscheinlich, ne? So. Relic Scrap. Ach nee, das war falsch, lol. Moment mal. Ah nee, da unten muss... Nee. Nee, die Workbench, die ist tatsächlich... Da machst du DNA rein. So, wir brauchen was anderes. Wir gucken mal eben. Brauchen wir zufällig den Sifter? Nee, glaube ich auch nicht. Nee, der Sifter kann das auch nicht. Der ist für Essen und sowas. Das ist die Workbench falsch. Ach, den Analyzer brauchen wir. Ja, genau. Der analysiert das Ganze erstmal. Ach so, was das für DNA ist. Und mit der DNA, dies können wir dann in der Workbench... Genau, dafür, um den Analyzer herzustellen, brauchen wir einmal ein Biofossil, also Biofossil und ein Relic Scrap. Ich weiß nicht, Relic Scrap habe ich zweimal. Aber ein Biofossil hast du noch nicht, oder? Ich glaube nicht, ne. Ich habe zwei Relic Scrap. Ja, das heißt, dann müssen wir uns gleich weiter auf die Suche begeben. Ja, weiter graben. Ja, graben. Oder wir gehen weiter und suchen diese Ausgrabungsstätten. Das hat ja bis jetzt ganz gut funktioniert, oder nicht? Ja, aber graben müssen wir sowieso, weil wir noch mehr Eisen brauchen. Ja, dann graben wir jetzt erstmal ein bisschen. Also da kommen wir wirklich nicht drum herum. Ich habe hier wieder was gefunden. Wieder nur so ein Relic. Nee, ich habe ein Biofossil. Juhu. Echt? Ja, ich habe eins gefunden. Dann können wir jetzt das erste Ding, glaube ich, gleich herstellen, ne? Ja. Das ich jetzt nämlich nochmal ausprobieren, schnell. Ist auch nochmal eins. Ne, ein Knochen. Und noch ein zweites Biofossil. Cool. Dann würde ich sagen, komme ich mal eben hoch. Oh. Was ist das denn? Alter. Was habe ich gemacht? Oh mein fucking Gott. Ich hatte das in der Hand, das Biofossil, und jetzt ist ein Deinonychus da rausgekommen. Ich habe Rechtsklick gemacht. Ich habe nur eine Fackel geplaced. Und das war auch aus Versehen. Alter. Wir haben unseren ersten Dino. Okay, das war ein Versehen tatsächlich. Was machen wir jetzt damit? Deinonychus. Bewegt es dich auch? Hallo, lebst du? Oder ist das nur ein Skelett? Das sieht irgendwie nur aus wie ein Skelett, oder? Kann man das aufstellen? Ist das echt nur ein Skelett? Da. Tatsächlich nur ein Skelett. Ja. Ein Konfu. Sarkosuchus. Vorne. Oh, ich dachte, es lebt. Ach, das ändert sich auch noch. Mhm. Ich dachte, das... Hallo. Oh, der hat sich aber jetzt gerade bewegt. Ja. Ich glaube, das bringt uns aber nichts. Kannst du mir die nochmal droppen? Dann mache ich jetzt mal so ein Ding ins. Wie heißt das Ding nochmal? Analyzer, ne? Ja, kann ich den nicht machen? Doch, alles davon. Ach, ich brauche das Scrap auch im Inventar. Nehmen wir doch mal. Ich dachte gerade echt, wir haben unseren ersten Dino gerade erschaffen. Wenn es so einfach wäre, glaube ich, bräuchte man so einen Analyzer und so gar nicht. Wieso kann ich den nicht machen, den Analyzer? Du brauchst eine Werkbank dafür, würde ich sagen. Ach, lol, ja. Du hast vollkommen recht. Machen wir das doch mal so. Werkbank. So, ich habe ihn fertig. Ja, schmeiß mal daneben hier.
Ja, ist der Analyzer. Und jetzt? So, und da kannst du jetzt Relic Scrap reinpacken. Ja, zum Beispiel. Oh, und jetzt macht er das, ja. Das Biofossil kann ich da wahrscheinlich auch reinpacken, ne? Bin ich jetzt einmal gespannt, was rauskommt. Meistens Sand. Tyrannosaurus-DNA, oh mein Gott. Ist ultra gut, oder? Ja, ich habe aber noch nicht herausgefunden, was man mit der DNA da machen muss. Kriegen wir jetzt? Stone Tablet. Hier, die DNA kannst du, glaube ich, in die Workbench packen. Aber. Achso, in die Archaeologic Workbench, meinst du? Genau. Feuerstein. Ist ja voll interessant. Dann packe ich die mal hier rein. Aber du brauchst für die jeweilige DNA immer noch was Zusätzliches. Das bedeutet, was hast du da jetzt? Ja, aber hier steht nichts von DNA, wenn ich auf diese Rezepte gehe. Nee. Gib mal Tyrannosaurus ein in der Suche. Ja. Und dann machen wir einen Rechtsklick drauf. Auf was denn? Dann siehst du zum Beispiel, du musst einen Tyrannosaurus DNA da reintun, zusammen mit einem Biofossil, und dann hast du halt eine Chance, dass da ein Eck rauskommt. Tyrannosaurus. Oh Gott, hol das Biofossil da raus. Oh nein. So, da passiert nichts, wenn du das da drin hast. Ja, aber das wurde jetzt hier verarbeitet. Wir hatten noch ein Biofossil gerade. Aber da kamen jetzt zwei Keys raus, ne? Aber ich habe unten noch ganz viele Fossilien, die ich nicht abgebaut habe. Wollen wir nochmal ganz schnell gucken, ob wir da Biofossil bei haben, dass wir es ausprobieren? Aber also, wir brauchen ja nicht nur Biofossil. Du kannst auch zum Beispiel rohes Schweinefleisch nehmen. Oder roher Kabeljau, rohes Rindfleisch, Hammelfleisch, ein Ei. Ich habe rohes Rindfleisch. Ein Ei müssten wir haben, oder nicht? Rohes Rindfleisch habe ich. Unten rein, oder was? Ja. Und jetzt? Yes. Warte. Ein Culture-Bed brauchen wir jetzt. Okay. Was so nennt man das? Wie schreibt man das? Culture wie Kultur. Deutsch oder Englisch? Siehst du schon. Ah, okay, ich hab's gefunden. Eieiei. Da brauchen wir Glas für, Eimer, genau. Kaktusgrün. Aber dann würde ich sagen, das machen wir in der nächsten Folge, oder? Genau, für Glas brauchen wir zum Beispiel Sand. Ja, das müssen wir einfach brennen, glaube ich, ne? Aber das machen wir in der nächsten Folge. Wir haben heute genug geschafft. Wir haben unsere erste DNA gewonnen, unseren Tyrannosaurus-DNA. Den nehme ich mal lieber hier wieder raus. Ich traue nämlich diesen Gerätschaften hier nicht. Die kommt hier rein. Das Fleisch, das brate ich gleich. Hier ist gerade gar kein Platz mehr. Wir brauchen mehr Truhen. Und beim nächsten Mal geht dann unser Abenteuer weiter, würde ich sagen, ne? Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ich schaue jetzt nochmal hier einmal duschen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy und Miri.